Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es um etwas, was ihr gerne haben wolltet. Habt ihr mir in einigen Kommentaren geschrieben, ob ich mein LA Goku Black doch mal in einem Video Dokkan awakene. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Also ich habe hier schon mal ein kleines Team um ihn herum aufgestellt. Ihr seht, das ist der normale Goku Black noch. Ihr konntet den ja ziehen, ich hatte das Glück. Dank einer von euch, also es war so ein Community Summon Video mit einer Spende von euch, habe ich ihn gezogen. Und ich habe in den letzten Wochen, seitdem ich ihn gezogen habe, das war ja kurz vor meiner Hochzeit, deswegen war ich auch zwischendurch ein bisschen weg, habe ich Wochenenden abgewartet und wenn die Tech-Events oder die physischen Events wieder da waren, um ihn halt auch zu farmen. Warum? Ihr könnt die Superattacke von Goku Black nämlich farmen. Und ich hatte ja auch noch ein paar Goku Blacks rumliegen und ihr seht, meiner ist auf Superattacke Level Max, das heißt 10 von 10 aktuell noch. Wie konnte man das machen? Ganz einfach, in dem Event von Goku Black selbst, in dem ersten Stage, könnt ihr ja den Tech Goku Black droppen, also kann dort droppen. Der hat nicht awakened, hat er eine 50%ige Chance, seine Superattacke zu erhöhen, und awakened hat er eine 100% Chance. Ich persönlich habe es immer mit dem nicht Doken awakened gemacht, hatte noch ein paar physische Goku Blacks herumliegen, die ich schon viel zu oft gezogen hatte, und habe so geschafft, natürlich ihn dann auf Superattacke 10 zu bringen, ist gerade UR Max Level. Dann eine Sache, die viele mich immer wieder fragen, ey, woher weiß ich, welche Medaillen ich brauche? Ihr könnt hier unter Doken Awaken immer reingehen und dort seht ihr immer wieder, okay, welche Charaktere können zu was Doken Awaken werden. Und wir gehen jetzt ganz weit runter. Also eine Suchfunktion oder eine Filterfunktion wäre hier mittlerweile echt nicht schlecht, weil teilweise, es sind halt sehr viele Einheiten, ihr habt hier alle Einheiten, die ihr irgendwie Doken Awaken könnt, drinne. Und es werden immer mehr, natürlich. Und weiter runter sind die LA Androids, das sind die ganzen anderen. Das ist Trunks, das ist Frieza, Piccolo, nochmal Frieza, bla bla bla, nein, oh Gott, das ist mein, ja, okay, denn ihr seht auch, welche Einheiten ihr habt, zum Beispiel, ich habe diesen Cooler, den ich auch im Team habe, erzähle ich euch gleich, auch noch nicht Doken Awakened, könnte ich auch irgendwann mal demnächst machen, da haben wir den Marcel, der ist bei mir auch noch nicht Doken Awakened, fällt mir gerade auf, ups. Ihr seht, ich muss sagen, Extreme Tech kann ich gar nicht so ein gutes Team aufbauen aktuell mit den Karten, die ich habe. Okay, weiter, Gott, wo ist er? Das dauert ja mal gar nicht lange. Da haben wir LA, da haben wir ihn endlich. Boom. Also, hier LA Goku Black, ihr seht, so zieht ihr ihn als SSR, dann Doken Awakened ihn zu UR und dann Doken Awakened ihr ihn nochmal zu einem UR und zwar zu diesem. Dafür benötigt ihr 77 von den Goku Black Medaillen, die habe ich natürlich schon gefarmt. Dann, wenn ihr den habt, müsst ihr ihn dann nochmal Doken Awakened, damit ihr ihn zum LA macht. Und dafür benötigt ihr 21 von dem Blue Vegito, 21 von Rosé, 21 von Future Trunks, 21 von Zamas und 21 von Int Vegeta. Und ich habe sie natürlich alle schon gefarmt. Das heißt, ich konnte hier schauen, okay, welche Medaillen werde ich benötigen und konnte die vorab schon farmen. Und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Dann gucken wir mal, wie mein nicht gutes Team, muss man dazu auch wirklich sagen, abgehen kann. Also wir gehen jetzt hier auf Team Awaken und da haben wir den Goku Black doch schon. Und erstmal Doken Awaken wegen mit diesen Medaillen. Doken Awaken, ja bitte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er jetzt schon auf Superattacke 20 geht oder erst danach. Das können wir aber direkt sehen. Nein, Superattacke 10 erstmal in dieser Form nur. Die Art ist schon ziemlich cool. Und jetzt gehen wir kurz in die Summons rein. Denn natürlich müssen wir ihn jetzt erstmal hochpumpen. Das heißt, ich mache mal hier Fix und Friends Summon. Und ich habe extrem viele davon. Wo sind die denn? Da sind sie. Ihr seht, 99, ich habe unglaublich viele Punkte. Ich habe 240.000 Friend-Punkte, denn ich spiele das Spiel richtig viel und habe in letzter Zeit nicht wirklich Friend-Summons gemacht. Friend-Summons sind für mich tatsächlich nur für drei Sachen gut. Ein paar LAs farmen, also LA Hercules und die LA Androids, könnt ihr dadurch ja mit ein bisschen Glück ja bekommen, habe ich ja. Also LA Androids habe ich ja mittlerweile schon. Fertig gefarmt, LA Hercules, muss ich sagen, habe ich noch keine Lust zu. Und halt für Trainingscharaktere ist das ganz nett. Und natürlich auch für, wie nennt sich der Spaß, für Herkules-Statuen. So, da haben wir, das war eine Herkules-Statue, das ist eine SDR Chichi. Das müsste theoretisch schon reichen. Also gehen wir mal hier, erstmal verkaufen wir. Wir verkaufen noch nicht, kann ich nachher machen. Mal ein Training, nehmen ein Moku Black. Ja, nehmen alle Trainingspartner, packen mal. Mein Spiel hängt ein bisschen heute mal wieder. Confirm und dann machen wir Auto und dann sind wir direkt auf 120. Das passt doch. Budu, budu, budu. Und LA Goku Black Level 120. Das heißt, wir können jetzt direkt zurück, gehen ins Awakening, nehmen den jungen Mann und sagen, nimm mal die alle. Das Ganze kostet uns auch 2 Millionen.
100.000 Zenny. Ich hoffe, ich habe genug. Ja. Ich müsste genug haben. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zenny ausgegeben. Aber es ist auch so eine Sache. Die Friends haben, das werde ich demnächst irgendwie mal einfach so eine ganze Runde machen. Um halt auch ein bisschen Zenny wieder zu farmen. Und ihr seht jetzt, Supertacke 10 von 20. Die könnte ich jetzt auf zwei Arten hochpumpen, indem ich einen zweiten Goku Black ziehe. Diesen dann auf Max-Level bringe, den dann Doken awakene und in diesen reinfeede, oder indem ich einfach Elder Kais reinpumpe. Ich werde weder noch machen, also erstmal müsste ich einen zweiten Goku Black ziehen, aber ich werde beides nicht machen, also ich werde auch keine Elder Kais reinpumpen, weil ich bin leider mir ziemlich sicher, okay, sind nicht mehr genug, gehen wir nochmal kurz in den Friends Summons rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen Goku Black leider gar nicht so oft ziehen nutzen werde, aus dem einfachen Grund, dass ich eben kein gutes Extreme-Team aufbauen kann. Ich muss gleich kurz gucken. Ich glaube, der macht das für Extreme-Einheiten nur. Ich habe mich gar nicht so stark mit Goku Black befasst, aber das können wir gleich zusammen sehen. Vielleicht rede ich gerade auch Mist und der gibt ja auch für... Boah, das ist ein LA, der müsste für alle... für alle Tech-Einheiten... müsste er eigentlich die 90% geben. Dann könnte ich vielleicht auch ein gutes Team um ihn aufbauen. Wobei ich theoretisch mit meinem Angel Goku ein besseres Team wahrscheinlich bauen kann. So. Da, 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 da. So, das war gar nichts. Nö. Also keine Herkules-Statuen und nix. Also Training. Goku Black, Auto. Ich muss mal wieder ein paar Trainingssachen farmen. Ja, die reichen noch nicht mal mehr, um ihn auf Volllevel zu machen. 126 nur. Bam. Great Success, 131. Auto. Trainingslocation, wir nehmen trotzdem wieder die letzte, ich habe nämlich keine Lust hier 1000 Jahre das machen zu müssen. Jo, ich habe keine Trainings-Items mehr. Ihr seht, nur noch 136, ich mache auch nur noch einmal. Muss ihn nicht direkt auf Max-Level bringen, ich habe mehr als genug Zenny, fällt mir gerade auf. Und wir sind jetzt bei 137 und das reicht mir auch. So, jetzt gucken wir uns mal seine Leader-Skills genau an. Also, Tech-Key plus 3, Lebenangriffsverteidigung plus 90%, also für ein Gesamt-Tech-Team. Dann haben wir seine Super-Attacke und Goku Black ist ja ein bisschen anders, also beziehungsweise der LA. Causes Colossal Damage, also Extreme Damage to Enemy and Raises Death by 30% for 3 Turns. Das heißt, seine Verteidigung wird um 30% für 3 Runden erhöht, wenn er eine Super-Attacke macht. Sein Passiv ist nämlich das, was besonders bei Goku Black ist. Also, recovers 15 HP at start of the turn. 50% Leben zurück am Anfang der Runde. Angriff plus 30 für jeden Angriff, den er bekommen hat, bis zu 120% auf Angriff. Das bedeutet, ihr müsst erstmal Schaden bekommen, damit ihr dann mit ihm Schaden machen könnt. Und ich merke gerade, ich muss doch ein bisschen was verkaufen. Select all, acquired. Denn ich habe 320 von 320 Slots. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Ja, doch, du kannst auch weg und du kannst weg. Confirm. Okay. Bye, bye. Wenn ihr euch gerade wundert, wow, was hast du da für Einheiten noch rumliegen? Ich muss wieder Uhren sammeln, damit ich ein paar von meinen Einheiten Reverse Doken Awakening kann, um ins Hidden Potential System reinzupumpen. So, das bedeutet aber auch, dass ich hier ein viel besseres Team zusammenbauen kann. Acquired. Remove all. Wir wollen Tech, Super und Extreme. Und wir wollen mal kurz nach Kosten. Ja, das ist egal. Confirm. So, das bedeutet, wir packen auf jeden Fall. Erstmal removen wir mal alle. Change all. So machen wir das. Remove all. Wir machen den. Wir machen natürlich meinen Super Saiyan. Dann machen wir Super Saiyan 4 Gogeta. Dann machen wir Fuse Zamas. Ja, das ist gerade mal eben schnell Team bauen, einmal eins. Ich habe Tank und Konter, Schaden und Stun. Ich habe den, der müsste mit Zamas sich ziemlich gut linken. Das bedeutet, ich bräuchte noch irgendeine Support-Einheit, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wobei, das ist ein Sealer, richtig? Ja, Seal Super Attack. Das heißt, wir packen einen Sealer mal rein. Und dann nehmen wir meinen Vegito oder den Masen. Der Masen ist noch nicht Doken Awakened, das heißt, der ist gar nicht so gut. Der macht so ziemlichen Schaden. Der würde hier gar nicht mal so schlecht reinpassen. Aber da er nicht Doken Awakened ist, muss ich gerade überlegen, ob ich meinen Vegito reinpacke. Und ich glaube, das werde ich machen. Denn er kriegt Angriff und Verteidigung plus 30% an alle. Das bedeutet, ich habe Schaden, ich habe Tanks, möglichen Stun und ich habe einen Supporter in dem Team. Und so sieht mein aktuelles LA Goku Black Team. Und jetzt springen wir mal ganz fix in einen Boss Rush rein, wie schon bei meinem Intro-Geta-Video. Und ich mache immer so einen kurzen Boss Rush, entweder sterbe ich oder nicht. Nur damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür habt, wie die Teams dann tatsächlich funktionieren. Also wir gehen hier ins Sochan-Event Boss Rush und wir nehmen Boss Rush 2, den kurzen Super 2.
Nicht wirklich herausfordernd, aber ich mache sie auch immer so, ich nutze keine Items. Das bedeutet, das Ganze kann mir richtig wehtun. Natürlich habe ich jetzt ein anderes Problem, fällt mir natürlich ein. Ich werde keinen zweiten Ella Goku Black finden. Denn das ist so eine Sache, die habe ich wirklich noch nicht... Oh, da, wow! Das ist Zufall. Das ist sowas von Zufall. Ja, den nehme ich. Also der ist auch noch Super Attack Level 20. Nice. Hatte ich noch was mit dem Potenzsystem? Auch nicht. Habe ich jetzt auch nicht. Man kann ja zumindest die Basics da reinpacken. Aber das macht mir nichts. Ich glaube, ich habe noch nie einen LR Goku Black bei mir in der Freundesliste gesehen. Jetzt habe ich einen Freund eigentlich, der das hat. Hat das Spiel etwa erkannt, dass ich so ein Team bauen wollte? Das würde ich ziemlich cool finden. Sie müssen sowieso nochmal am Friend System ein bisschen arbeiten. Also, schauen wir mal, wie dieses Team abgeht oder nicht. Also, es ist tatsächlich komplett frisch. Ich hab mich damit vorher nicht auseinandergesetzt. So, mein Freund ist natürlich ein bisschen besser wie ich. Das heißt, da packen wir das da mal rein. So, die linken schon mal nicht so gut. Das macht aber nichts, denn ich habe ja mein Fuser Master, kommt demnächst. Die kriegen beide Schaden, das ist auch gut. Also, das heißt, ihr merkt gerade halt, Link-Skill-mäßig habe ich hier ein bisschen Probleme. Dass ich nicht genug, also die hatten ja so gut wie gar keine Keylinks. Ja, 90.000. Aber ich glaube, der muss auch erstmal Schaden bekommen. Das geht auch von Runde zu Runde weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr keinen, ja, von vornherein richtig Schaden mit dem macht. So 313.000 ist halt für eine normale Superattacke mit einem LA jetzt nicht besonders viel. So, dann haben wir jetzt meinen Tech Angel Goku mit den Saiyan Bardock und meinen Vegito. Ich glaube, den Tech Angel Goku, den möchte ich gerne mit Super Saiyan 4 Gogeta zusammen haben. Da wir hier aber den LA eigentlich zeigen wollen... Ich habe jetzt ein Problem, ne? Ich habe jetzt ein Problem, denn ich werde... Ich wollte gerne die Grünen behalten, aber es wird nicht funktionieren. Also ich mache es einmal so. Ziehe ich ihn auch nochmal. Ich weiß nicht, ob er jetzt stirbt. Er wird wahrscheinlich sterben. Ich wollte mir die Grünen halt für die Gonde gleich behalten, aber okay. 23.000 Schaden. Also dieses Team ist auch tatsächlich nur so zusammengehauen, wahrscheinlich noch nicht mal halb optimal. Aber der Angel Goku, der geht halt schon richtig ab. Piu! Grüße an Chani, wie gewohnt, an dieser Stelle. Muss man ja machen, wenn man Angel Goku zeigt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der junge Mann hat echt versucht, den zu bekommen, über und über, und hat echt Pech gehabt. So, das sieht doch besser aus, glaube ich. Die sollten sich besser zusammenlenken. Yep, deutlich besser. Das bedeutet, du kriegst jetzt die alle mal. Das reicht für seine Ultra. Das reicht für seine Ultra. Du kriegst die beiden. Und du kriegst die hier, weil er ist sowieso down. Wir müssen die Rotation erstmal nur ein bisschen in Gang bekommen. 240.000 ist okay vom Leben her. Dafür, dass er nur 90% Lead ist. 1,2 Mille. Und das ohne halt komplett seinen Damage schon hochgepumpt zu haben. Das ist okay. Mein Fuser Mass ist nicht wirklich mit einem Potential-System, habe ich da reingepumpt. Ich habe aber einen rumliegen, oh, 1,6 Mille, auch gut, den ich da reinpumpen muss. Aber wie gesagt, ich muss jetzt unglaublich viele von diesen Gems aus dem Story-Mode farmen, damit ich mir wieder Uhren kaufen kann. So, was machen wir jetzt? Die Rotation ist alles andere als gut, aber ich lasse mal den da, damit er Schaden bekommt. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht, dann kann er schon mal ein bisschen aufpumpen. Wobei ich werde das alles natürlich in der Runde verlieren, wenn es vorbei ist. Und ich ziele den erst am Ende. Bardock kann ein bisschen raus. Er ultiert mich, natürlich. Was sonst? Wie viel? 28.000. Okay, ich bin im Vorteil. Das heißt, er wird anfangen, dann demnächst richtig Schaden zu machen. 172.000 schon mit normaler Attacke, das ist okay. Boom! Ja, Attack Goku, hau mal rein. 1,5 Millipen. Jupp. Ich habe einen Golden Freezer auf jeden Fall noch drinnen lassen können. Das ist mir nicht eingefallen. Das ist ein guter Tanker. Macht zwar keinen Schaden, aber ist echt ein guter Tanker. So, dann machen wir das jetzt. So und so. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn ich das mache, dürfte ich hoffentlich noch genug haben. Ja, das passt noch. Was? Das war eine grüne. Hat der nicht zwei gebraucht? Okay, das war gerade merkwürdig. Und mein Spiel hängt extrem heute. Ich weiß echt nicht, was los ist. So, ich möchte den Goku Black in der Mitte haben, damit er wieder den ganzen Schaden abbekommt. Holy Light Grenade! 1,3 Millionen. Ja, okay. Der wird mich jetzt wieder ultien. Und ich bin hier im Vorteil. Es braucht schon ziemlich lange für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 16.000. Und natürlich eine Sache, die ich voll vergessen habe, die ich
Also es ist mir noch nicht mal aufgefallen, obwohl wir es gerade durchgängig machen. Jedes Mal, wenn Goku Black reinkommt, habe ich wieder volles Leben. Das ist natürlich also auch ein richtig krasser Vorteil von der Karte, wodurch einiges einfacher wird. So, die beiden linken super, das haben wir die Rotation jetzt endlich auch mal hingekriegt. Oh, was mache ich jetzt? Will ich, dass mein Goku Black ultit? Ja, ich will, dass mein Goku Black ultit. Weil das ist ja ein... Wir wollen uns ja Goku Black anschauen. Und nicht Super Saiyan 3 Angel Goku. Da haben wir schon gemerkt, was los ist. Also ich werde aber nur diesen Kampf machen. Also dann habt ihr schon mal so gesehen, was los ist. Ich weiß nicht, was mit meinem Dokkan heute los ist. Ich muss mir das gleich mal in Ruhe anschauen, weil es mir eindeutig zu oft hängt. Aber grundsätzlich ist es halt so ein ziemlich schnell aufgebautes Team. Und einen machen wir noch. Denn ich habe die Rotation erst jetzt hinbekommen. Aber ich habe ein volles Leben. Fast. Also der Heal von dem ist schon ziemlich krass. Und man muss halt nur im Sinn haben, er muss erstmal Schaden bekommen, bis er richtig Schaden machen kann. Das ist so eins der Nachteile von der Karte. Sobald das aber voll ist, dann haut er richtig gut rein. So, das heißt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Mein Freund kommt da unten rein, wird auch eine super duper Ultra-Attacke machen gegen Freezer. Freezer! So, du greifst dann den an, sowieso. Und du darfst den Sealen, der wahrscheinlich überleben wird. Ich bin im Nachteil zwar gegen Sorbet, aber Sorbet macht jetzt ja nicht wirklich Schaden. Jo, Death Ball ins Gesicht. Piu, 33.000, das ist okay. Concerto Slash heißt das? Hatte mir gar nicht mal angeschaut, wie das heißt. Also Animation ist geil. 400.000, also so gar nichts, wenn man es etwas enger nimmt. Ja, 93. Der Einzige, der hier wirklich Schaden macht, ist halt die Freezer. Ich hatte aber gedacht, dass Freezer down geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er wird diese Runde noch überleben. Aber Shizami nicht, oder wie der auch immer heißt. Und du wirst den letzten dann nochmal zielen. Was eigentlich egal ist, in der nächsten Runde dürften alle drei down sein. Oh, 13.000. Ja, dieser Bardock hat hier nicht wirklich verteidigen. So, er kann nicht ultien. Das heißt, wir machen es nochmal so. Ah, Freezer ist int. Haben wir gar nicht aufgehört, deswegen hat er so viel Schaden gemacht. So, dann sagen wir so, dann sagen wir so, und du darfst dich hier auch noch kriegen. Mein Goku Black, ich müsste mit Goku, mit den beiden Goku Blacks müsste ich vielleicht 30% von meinem Leben wiederbekommen, wenn sie wieder in einer Runde sind. Also bei die Formation ist ziemlich krass. Also wenn man sagt, Goku Black, Zamasu und Goku Black, das läuft. Also für so ein Team macht es auch wirklich Sinn, also wenn man Lust drauf hat, zu sagen, wenn man einen zweiten LA Goku Black mit sehr viel Glück zieht, dass man den einen nur eine Stufe awakened, das heißt zu der Zwischenstufe, bevor er LA wird, weil der linkt auch super mit sich selbst. Und das kann man auch dann auch nutzen, weil die ja unterschiedliche Namen haben. Okay, zack, 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 volles Leben, das meinte ich nämlich. Zweimal 15% Leben zurückbekommen. So, mein Freund LA Goku Black darf jetzt wieder alles bekommen. Du kriegst die ganzen Sphären, das reicht zwar nicht für die Ulti, ist aber okay. Du kriegst das und wahrscheinlich kommt hier gar nicht mehr dazu zu ultien, also ist okay. Das ist schon ein Unterschied, also meine macht gerade mal 89.000, der hier macht fast doppelt so viel mit 164.000. Ja gut, klar, der hat auch 10 super Attacken mehr als ich. Und 378.000 nur, ein Typennachteil. Aber er dürfte gleich hoffentlich anfangen ein bisschen mehr Schaden zu machen. Also wir haben auch Freezer noch durch und dann soll das fürs Showcase gewesen sein. Wie machen wir dich denn jetzt am Schlausen? Du brauchst 3, ne? Kriegst du 3. Du kriegst die 3. Solltest du noch überleben, dann mache ich dich gleich mit Goku Black definitiv platt, wenn ich die ganzen Grünen hier habe. Oh, Dokkan Mode. Darauf habe ich jetzt natürlich nicht geachtet. Yay! Ja, fail. Weil das Spiel kurz gehangen hat. Also mein Handy liegt da hinten irgendwo. Ich bin ja übers Handy verbunden, aber über dem WLAN. Und irgendwas läuft da heute nicht ganz so gut wie sonst. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Black Screen kurz. Ich sage ja, nach diesem Kampf ist dann vorbei. Muss ich mich mal um technische Probleme kümmern. Könnte auch sein, dass er jetzt seit fast 1,5 Tagen schon verbunden ist. Weil ich den einfach habe liegen lassen übers Wochenende. Und dass er sagt, wie wäre es, wenn du mich mal neu startest. Und das werde ich gleich einmal machen. Skip. Bin ich hier im Nachteil irgendwo? Ne, ich bin jetzt im Vorteil gegen den Agility Freezer und dann im gar keinen Teil gegenüber dem Maestro Golden Freezer. Ja, natürlich die beiden mit der Fusion, die linken auch ganz gut, aber das macht nichts, das reicht hier. Du brauchst
eine nur. Jetzt die. Und du darfst auch noch ultien. Also der Vegito, der macht halt nicht wirklich Schaden. Der ist hier nur für den Supporter. Ich meine, der kann auch ein bisschen Schaden machen, wenn man in ihm ein bisschen was reinpumpt. Ich glaube, der bei meiner ist so auf Super Attacke 3 oder 4. Ich hatte ihn ein paar Mal gezogen, habe ein paar Pfade aufgemacht im Hidden Potential. Aber nicht wirklich was rein investiert an Orbs. Also sagen wir 1,4. Also das, was ich interessant finde, ist, dass Mainzer Mars gerade mehr Schaden macht als der Alagoku Black. So 1,3. Oder ungefähr gleich viel Schaden, weil die beiden echt gut blinken. Und jetzt kommen wir gegen Mr. Golden Freezer. Yep. Und also der definitive Vorteil ist das mit dem Leben. Das ist echt krass. Ah, die beiden linken nicht mit Fusion, ne? Wie es aussieht. Special Hino, wenn der Fleisch fürs Battle, fürs Battle. Ne, nur fürs Battle. Ich pack mal meinen Gogeta da vorne rein. Zum einen, weil ich lieber mit. Okay, dann machen wir es mal so. Nein, das war gar nichts. Dann sagen wir mal so. Keiner von denen wird ultien. Bis auf den LA-Gruppen. Aber ich hoffe einfach mal, dass er mich in der ersten Runde ultien möchte. Sieht nicht so aus. Nein, schade. Hätte mich in der ersten Runde geultiert, hätte ich nämlich kontern können. Hat er aber nicht. Mal sehen, ob er am Ende ultien möchte. Tudulu. Normale Attacke. Piu. 286.000. Ja, natürlich ultiert er den. Ah, aber bis jetzt hat er meiner ja nicht wirklich Schaden bekommen. Vielleicht macht er dadurch gleich ein bisschen mehr Schaden. Ja, 54.000 ist auch okay. Aber wir heilen sowieso wieder 15%. Und ja, mach es einmal so. Du brauchst 3. Also egal wie ich es mache. Ich behalte lieber die blauen für ihn. Das sind ein paar mehr. Nehmen wir die alle. Und du brauchst 4. Dann kriegst die. Weil eigentlich müsste die Runde jetzt vorbei sein. Bei Samas wird es einiges an Schaden machen. Goku Black oder mein LA wird dann wahrscheinlich die Runde zu Ende machen, hoffentlich. Stirb, Freezer! Ja, 753.000. Oh, noch ein Additional Attack. Ja, Samas denkt sich, ne, ich mach das Ganze mal ganz alleine hier. Jupp, und da ist es auch. Jetzt haben wir noch die Agility-Phase und dann soll es das gewesen sein. Die machen wir noch ganz kurz zu Ende. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von LA Goku Black haltet. Ob ihr sagt, ja, ist eine ziemlich coole Einheit. Wie ihr ein Team zusammenstellen würdet. Vielleicht werde ich mich nochmal damit ein bisschen mehr auseinandersetzen und mal so ein richtig optimiertes Team nur für ihn aufbauen. Denn ich habe jetzt natürlich nicht darauf geachtet, okay, dass ich mal genug Key-Sphären habe. Das heißt, ich würde wahrscheinlich einen Charakter drin haben, der Sphären noch wechselt und davon müsste ich 1-2 haben als Tag. Die Link-Skills habe ich nicht drauf geachtet, dass natürlich das ganze Team durchgängig Ultis machen kann, weil jetzt gerade einfach so ein bisschen zusammengesetzt. Ich gehe davon aus, da geht deutlich mehr. 2 Mille, jo, hau rein. Super Saiyan 4, Gogeta. Aber das soll es gewesen sein. Natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und natürlich könnt ihr euch auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.